Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen. Heute hier die Folge 11 von Castle Miner Z. Die Castle Miner Wochen. Wir haben heute Donnerstag. Wir haben jetzt schon ganz gut abgestaubt schon. 6 Gold ist natürlich eine feine Sache. Und ich bin aber hier immer noch ganz hartnäckig auf der Suche nach Blutstein, weil extra dafür haben wir uns nämlich die Diamantspitzhacke gebastelt, um den abzubauen. Guck mal, hier geht es aber auch sehr tief runter. Werden wir mal runtergehen. Hier war ich auch scheinbar schon mal. Was aber nicht heißt, dass hier Blutstein ist. Mal die Waffe vorsichtshalber in der Hand machen, in der Hand nehmen. Man hat hier auch schon die Schreie gehört von den Monstern, aber es war eine gute Tiefe. Wir haben ja da auch Gold gefunden. Na, guck mal, ist hier Gold? Na, Gold sollten wir schon mitnehmen, weil Gold ist ziemlich wichtig auch für gute Waffen. Oder auch Goldkugeln wären ja auch nicht schlecht, wenn wir uns Goldmunition machen. Und ich raff es einfach nicht. Ich raff es nicht. Wir haben uns völlig verlaufen, weil ich hier keine konsequente Struktur auch gemacht habe. So von wegen, wo man hier lang gehen muss, soll, will. Ah, guck mal, hier waren wir noch nicht. Oder? Hier waren wir doch noch nicht. Nehmen wir vielleicht das bis... Ah, guck mal hier. Hier haben wir, jetzt sind wir hier in so einem Bereich, wo Blutstein ist. Hier, das ist nämlich schon mal schick. Wo geht's hier lang? Was ist denn das da? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ach so, doch, Kohle. Sah jetzt bloß ein bisschen komisch aus. Nehmen wir vielleicht ein bisschen was mit. Oh, ich höre den Feind im Anmarsch. Ich höre den Feind. Von hier kann er eigentlich nicht kommen, oder? Kann er das spawnen? Können die das spawnen? Gibt es bloß keinen Blutstein, verflucht. Doch, hier. Bin ich kurz mal reingefallen in den Blutsteinbrühe hier. Gut, haben wir... Oh nein. Mal gucken, dass wir vielleicht hier uns das mal austesten. Hier. Ob wir hier den Blutstein mit der Diamantspitzhacke abgebaut bekommen. Guck mal, er kriegt schon Risse. Also sieht schon mal nicht schlecht aus. Dauert wahrscheinlich trotzdem eine Weile. Ah, wir haben einen Blutstein abgebaut. Wie geil ist das denn? Und da geht es dann gleich in die Tiefe runter, ja? Oh. Ich würde dann aber ganz gerne vielleicht irgendwie eine Fläche finden, wo wir Blutstein abbauen können, ohne dass wir gleich in die Tiefe stürzen. Gibt es sowas auch? Oder ist das hier nur eine Schicht Blutstein und dann fällt man gleich durch die Hölle durch? Dass wir vielleicht uns hier ein bisschen eine Fläche schaffen und dann den Blutstein von vorne nach hinten abbauen. Mal gucken, wie wir es machen. So, das ist doch schon mal schick, so, oder? So, und dann machen wir hier noch eine schöne Fackel hin, damit das alles nicht so dramatisch wird. So. Und hier noch. Jetzt gucken wir mal. Jetzt stellen wir uns hier uns sicher hin. Und versuchen mal... Hey, du bist hier noch im Weg. Und versuchen jetzt mal von hinten nach vorne den Blutstein abzubauen. So. In der Hoffnung, dass das eine Doppelschicht ist. So, Blutstein. Ja, und es ist gleich runtergefallen, oder? Oder ist das normal für Blutstein, dass er immer nur eine Schicht ist und darunter ist dann die Hölle? Ach, das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Da sind aber zwei Schichten Blutstein. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir hier so davor stehen direkt, dass der dann in unser Inventar droppt. Einen haben wir schon. Da können wir auch super geile Waffen von bauen. Mal gucken, ob hier die Saugkraft reicht, dass er nicht runterfällt. Skelett. Fragt sich, von wo das kommt, ja? Und? Haben wir das jetzt aufgenommen? Ja, zwei Blutsteine. Cool.
Aber irgendwie finde ich hier die Stelle noch nicht so optimal für den Blutsteinabbau. Mir wäre lieber, wenn man mehr Schichtigen hätten. Was passiert denn hier, wenn wir uns jetzt hier so ein bisschen reingraben? Dass wir hier vielleicht so eine Art Blutsteinmine finden? Wow. Guck mal hier zum Beispiel, ist hier eine Doppelschicht? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich keine Doppelschicht. Oh, mein Hund. Ich muss gleich mit meinem Hund wieder runter. Aber die Folge machen wir noch. Die Folge machen wir noch. Mich interessiert das jetzt mal hier mit dem Blutstein. Ja. Hier ist, glaube ich, eine Doppelschicht. Da bin ich jetzt ganz optimistisch. Aber kann natürlich auch sein, dass es keiner ist. So, jetzt könnten wir auch mal gucken, können wir denn jetzt schon. Wir haben ja ein bisschen Holz dabei. Können wir jetzt eine Blutsteinspitzhacke schon bauen mit 4 Stück? Na, die ist noch nicht oben. Die ist noch nicht oben. Warte mal, was brauchen wir dafür noch? Hier, guck mal. Blutstein. 3 Diamanten für eine Blutsteinspitzhacke. Wow! Und das ist dann die beste Spitzhacke, die du überhaupt haben kannst? Ah, da hinten ist eine Doppelschicht. Und da nicht. Wir müssten da rüber, da wäre dann eine Doppelschicht. Oder nach ganz unten, das wäre natürlich auch hammermäßig, wenn wir da nach unten gehen würden. Das wäre natürlich auch extrem mutig. Ich weiß auch gar nicht, wie wir jetzt da runterkommen sollten. Mal gucken, was passiert denn hier? Okay, da geht es dann schon runter. Da geht es dann schon runter. Kann man sich hier irgendwie eine Leiter runterbauen oder sowas? Aber ich glaube, das ist nicht direkt zugänglich. Wir müssten, ja, wir könnten uns so eine Art Gang runterbauen. So eine Art Gang, warte mal. Mal gucken, was hier passiert, wenn wir hier jetzt einen weghauen. Ich glaube, es ist immer dasselbe. Es ist irgendwie eine Schicht Blutstein und darunter ist dann eine Weile gar nichts und dann, ja, habe ich jetzt gar keinen Plan, wie ich herunterkomme. Aber er fällt sofort runter. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, aufgenommen. Ach, guck mal, da geht es einen runter. Da können wir mal gucken, ob wir da. Da kommen wir immerhin schon einen Schritt tiefer. So. Na, guck mal hier. Hier geht es noch tiefer. Wir brauchen ja für eine Blutsteinspitzhacke 10 Blutsteine, alter Schwede. Und mit der Blutsteinspitzhacke wiederum können wir super schnell Blutstein abbauen. Das ist natürlich total riskant, jetzt da runter zu gehen, weil soweit ich weiß, spawnen da unendlich viele Monster. Also ist jetzt hier, guck mal, jetzt erstmal gar nichts mehr machen. Jetzt wir das hier vielleicht mal wegnehmen. Kommt jetzt hier gleich eins runtergesprungen, guck mal. Ja, sowas kann schon mal passieren, wenn man sich mit UFO-Mann anlegt. So, haben wir denn irgendwie eine Chance, da runterzukommen? Ah, wie kommt man da runter? Fliegen, Jetpack bauen oder was? Wie stellt ihr euch denn das vor? Also, wenn ich hier hinten noch weiter reingehe, da kommt auch Blutstein, wa? Ja. Gut, also zumindest hätten wir jetzt hier so eine Art Doppelblutsteinschicht, wo wir ja jetzt Blutstein abbauen können. Eine Fackel setzen. Ich mag das immer, wenn die Fackeln auch so in solchen Lücken drin sind. Das sieht eigentlich immer am besten aus. Weißt du, wenn wir jetzt hier eine Doppelschicht haben, können wir natürlich. Wir müssen ja nicht unbedingt noch
Noch müssen wir nicht unbedingt da runter. Wobei Weltraumglibber könnten wir mal gebrauchen. Oh nein, ist wieder so eine einfache Schicht. Oh Gott, ey, wie komme ich denn da runter? Ich will da auch gar nicht runter. Wie kommt man denn da runter, ohne zu sterben? Kein Plan, ey. Kein Plan. Ich würde mal sagen, ich versuche jetzt mal hier erstmal wieder hochzukommen. Achso, da komme ich gar nicht hoch. Haha. So nach dem Motto, wie kommt er denn jetzt hier wieder raus? Gar nicht, oder was? Hä? Ist der Ausgang komplett weg? Nein, lebendig begraben. Lebendig begraben, es sei denn... Wir gehen jetzt hier noch ein bisschen nach oben. Ah, guck mal, Gold. Das ist natürlich praktisch. Das habe ich auch noch gar nicht. Doch, das habe ich am Anfang mal probiert, mich in den Berg reinzugraben, um da ein bisschen mehr zu finden. Aber Gold ist gut. Gold ist gut. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich wieder hochkomme. Wie viele Blutsteine haben wir denn jetzt? 9? Das reicht noch nicht mal für eine Blutspitzhacke. Aber vielleicht können wir so eine krasse Waffe daraus machen. Und vor allen Dingen brauche ich noch Weltraumglibber. Aber den kriege ich, glaube ich, an der Oberfläche von den Aliens. Da würde ich vielleicht als nächstes tatsächlich erstmal eine Oberflächenerkundung machen. Das ist natürlich nur fraglich, ob meine Ausrüstung hier, meine Waffe dafür reicht. Nein, wenn ich da runterfalle, falle ich da runter. Hier komme ich nicht höher, oder was? Doch, von da bin ich gekommen. Wow. Alter. Dann machen wir hier noch eine Stufe hin. Müssen wir eigentlich wieder hochkommen, wa? Ja. Alter Schwede. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Nein, nein, nein. Es geht echt immer um Sekunden hier, ey. Ah, wo müssen wir denn hin? Also in die Richtung eher, ja? Okay. Aber nicht herunterfallen, habe ich keinen Bock. Hier, das ist so in etwa die Richtung, wo wir wohnen. So in die Richtung, mehr sagt er, okay. Ah, okay. Jetzt so mehr in die Richtung. Dann gehen wir mal hier lang, weil es hier nach oben geht. Ah, das glaube ich nicht. Oh, guck mal, da oben waren wir auch noch nicht. Ja, es gibt komischerweise echt extrem. Es war immer dasselbe, ist nicht so abwechslungsreich wie bei Minecraft. Aber trotzdem gibt es irgendwie total viel zu erforschen und so. Bloß ob das jetzt das Potenzial hat, dass man das 3 Jahre spielt, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was da noch für Monster kommen. Aber der Ehrgeiz natürlich auch, sich so eine riesige geile Festung aus Stein zu bauen, den finde ich natürlich auch sehr interessant. So, bevor wir hier abgemurkst werden, sollten wir echt das Gold so langsam auch mal in Sicherheit bringen. Wo ist er denn? Wo ist er denn hier, der Großmeister Skelettos? Ah, okay. Na, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob ich hier noch auf dem richtigen Weg bin. Das sieht nicht so aus. Das ist dann doch eher so die Richtung hier. So. Da in die Richtung, meinst du? Okay. Da oben nicht. Eher hier runter, wa? Man kann auch aus relativ hoher Höhe hier runterspringen. Okay. Da lang. Ach, guck mal, hier ist nochmal Blutstein. Ah, nee, da will ich nicht runterfallen. Werden wir mal zumachen, damit wir da nicht durch Zufall noch irgendwann mal runterfallen.
Guck mal, hier ist schon mal die richtige Richtung, oder was? Nein, nicht wirklich. Da hoch kann es auch nicht sein, also dann eher hier lang. Komponaut hier lang. Nein, das ist nur eine Höhle. Danach ganz oben hoch vielleicht. Ja, das sieht schon mal ganz schick aus. Guck mal, hier sieht es doch schick aus. Hier sieht es ganz gut aus. Hier würde ich mal in die Richtung gehen, hier ganz spontan. Ich glaube, da kommt auch schon wieder einer. Ich will aber erstmal hier mein Gold und meinen Blutstein in Sicherheit bringen. Bevor ihr mir hier die Nase abreißt, meine lieben Freunde. Und immer höher, wenn es geht, auch kommen. Immer höher. Juhu. Aber hier ist nicht unsere Unterkunft. Doch, da hoch. Guck mal hier. Ja, da kann ich mich dran erinnern, wo ich mich immer so freue, dass man hier so hoch springen kann. Und dann sind wir, glaube ich, auch gleich da. Da sind wir. Juhu. Wir können jetzt unser ganzes Zeug in Sicherheit bringen, ohne dass wir zwischendurch gestorben sind. Feine Sache. Sehr schön. Mach die Truhe auf. Wir sind da mit den Geschenken, mein Freund. Wieder einige Stacks Kohle. Ups. Die Dinger hier. Das Zeug. Blutstein. Normalen Stein. Wo wir jetzt so viel Stein haben, könnten wir eigentlich draußen mal mit der Festung anfangen. Vielleicht sollten wir mal nächste Mal ein bisschen an der Festung bauen. Da würde mich mal interessieren, kann man denn jetzt hier eigentlich... Ja gut, man kann hier diese coolen Lampen bauen, da braucht man auch nicht viel für. Na doch, ein bisschen Eisen für die Laterne. Hält länger als eine Fackel. Also mir ist noch gar nicht aufgefallen, dass die Fackeln irgendwann ausgehen. So, dann haben wir hier Waffen, Rohstoffe und dann haben wir verschiedene Blöcke. Eisenwand, Diamantwand. Okay, das ist interessant, weil ja wahrscheinlich der Drachen nicht durchkommt. Aber wir haben ja jetzt hier den Leichtmodus und da können die Monster die Wände noch nicht durchschlagen. Gut, wir können ja mal rausgucken, da die da so einen Krach machen. Die können wir ja mal schnell... Den können wir ja schnell die Latichte auspusten hier. Da kommt er. Tut sich ein bisschen schwer. Versteckt sich da hinter dem Balken. Vielleicht gehen wir mal hier, damit er mich sieht. Oder ist er wieder in die Erde zurück, weil es tags wird. Guck mal, der ist einfach weg. Ist ja gruselig. Haha. Tja, Leute, genug Krach gemacht, wa? Ja, ja. Tja, lass mal vielleicht mal hier die Höhle dann. Mal gucken. Was können wir hier schon mal so machen? Ich habe noch gar keinen konkreten Plan. Wo mal nachladen. Noch keinen Plan, wie die aussehen soll, die Burg. Die große Festung hier. Oh. So, weiter geht's. Keine Ahnung. Soll ich vielleicht hier so eine Art Boden erstmal machen? Einen schönen Steinfußboden. Im Prinzip schon mal so eine Fläche erschaffen, wo wir dann die Festung hinbauen können oder so, vielleicht. Das ist ja schon mal etwas. Ich meine, der Sinn dieser Festung, aber das haben wir ja bei Minecraft auch, der Sinn der Bauwerke ist ja nun, der liegt ja im Dunkeln. Das ist nur so aus Spaß einer Freude. Ah, guck mal. Der Sack. Ganz schön. Den Eindruck, dass sie stärker werden mit der Zeit irgendwie. V
Vollmond, okay. Okay, Vollmond, okay. So, siehst du, da haben wir jetzt hier schon mal eine kleine Plattform. Da bauen wir uns eine richtig schicke Festung, die man vom Weiten. Gut, die hätte man jetzt auch wahrscheinlich auf dem Berg bauen sollen. Die hätte man wahrscheinlich auf einem Berg bauen sollen. Das hätte wahrscheinlich cooler ausgesehen. Ich weiß auch noch nicht genau, was ich da mache in der Festung. Gut, man könnte da ganz viele Kisten aufstellen, um da verschiedene. Wo ist er? Da ist er. Um da verschiedenste. Hallo. Ja. Um da verschiedenste. Ja, was wollte ich denn sagen? Kisten aufstellen und dann die Sachen da so sortieren und so, wisst ihr? Aber guck mal, jetzt haben wir doch hier schon mal so ein cooles, eine Fläche gebaut, wo wir festungsmäßig dann so ein bisschen größer werden können. Ich werde jetzt mal wieder reingehen. Wieder runtergehen. Hier ist wieder schön Hall. Das finde ich cool. So, haben wir hier irgendwie was erbeutet? Na, nicht weiter, wa? Oh, 34. Wo haben wir die denn her? Die haben wir jetzt vergessen einzulagern oder was? Ah, guck mal einer an. Jetzt wird es tatsächlich schon Zeit. Die Kiste ist voll. Jetzt wird es tatsächlich Zeit, eine neue Kiste zu bauen. Was aber jetzt nur geht, wenn wir das entsprechende Zeug im Inventar haben. Ich denke mal, Holz braucht man dafür. Stickies. Rohholz. Eisen. Gucken. Ich glaube, dann können wir hier eine Kiste bauen, oder? Ja, hier, guck mal. Zack. Ach, eine Kiste könnten wir jetzt nur bauen. Naja, ist mir auch egal. Ist mir auch egal. Dann packen wir das mal erstmal alles zurück hier wieder. Zack, 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 zack. So. Und jetzt die Kiste hier hinstellen. Gleich daneben. So. Und jetzt nehmen wir vielleicht, was nehmen wir da raus? Wir nehmen jetzt, sagen wir mal, hier solche Sachen in die andere Kiste oder wie? Hab ich noch keine. Ach ne, wir nehmen jetzt Stein. Den ganzen Stein, der kommt in eine Extrakiste. Da haben wir doch schon mal eine kleine, sozusagen unsere Baukiste für die Festung. So, jetzt haben wir schon ein bisschen mehr Platz. Okay, Leute, an der Stelle verabschiede ich mich. Das war jetzt die Folge 11. Wenn ich mich nicht verzählt habe oder hier was falsch gemacht habe. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Und so langsam gehen diese Castle Miner Set-Wochen dem Ende zu. Und in der nächsten Woche kommt wieder ein neues Programm. Seid gespannt. Minecraft wird wieder mit dabei sein. Und ein paar Spiele, die ihr natürlich schon kennt. Ich bin auch schon wieder am Überlegen, schon wieder ein neues Spiel vorzustellen. Aber das wird natürlich auch alles sehr viel und manch einer von euch will halt vielleicht eine lange Serie, wo immer dasselbe Spiel über 100 Folgen gespielt wird. Müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Dankeschön, meine lieben Freunde. Auf Wiehö!